Setz dich noch, Erlale. Dankeschön, Tante Frieda. Ha, was war denn jetzt das? Ein Hirschgeweih. Zum Wichterdackel hatten jetzt den Hirsch auf den Stuhl gestellt, dass ich Erna direkt ins Geweih sitzen muss. Hallo, der Dackel war ich, Mutter. Ich habe den saudummen Ding aus dem Weg geräumt, damit sich nicht nur einmal alles Nylons verreißt. Also sowas. Hast du weh da, Ernale? Ich bin bloß wieder verschrocken. Weh da habe ich mir nicht. Du hast auch ein gutes Schutzpolster, gell? Alfred, mein Erwin sagt auch immer so zweideutige Sachen. Das ist aber ganz eindeutig gemeint. Ja, du bist auch ein Schlimmer. Bin auch mein ein Erwin Schlimmer. Erwin ist auch ein Schlimmer. Wieso, wer ist denn Erwin? Ihr Bräutigam natürlich. Ich hab doch gesagt, dass sie sich verlobt hat, nicht? Und denke dir mal an, sie hat uns extra ein Küchle gebracht. So, zum Kuchen hat scheint's nicht lang. Weil sie keine Verlobungsfeier gemacht haben. So. Ja, mein Erwin sagt, große Verlobungsfeiern machen, das ist nicht zeitgemäß, sagt mein Erwin. Und das Geld, wo das kostet, dass sich fremde Leute bei einem den Bauch vollschlagen, da dafür kann man lieber schon Möbel anschaffen. Also natürlich, die Verwandte hat er da damit natürlich nicht gemeint, aha, mein Erwin. Die dürfen sich noch daran so ruhig vollschlagen, gell? Er ist eben sehr wirtschaftlich, mein Erwin, aha, nicht? Und er hat auch gesagt, es passt sich nicht heutzutage zu feiern, wo so viele Leute so geht wie mir, dass ich noch nicht die ganze Aussteuer zusammen habe. Hanona haben wir eben nicht gefeiert. Das heißt, gefeiert haben wir schon, aber nicht so viele Leute waren dabei halt, weil mein Erwin so wirtschaftlich ist nicht. Aber er war schon blau, mein Erwin. Mein Gott, war der blau. Aber er hat gesagt, er ist lieber blau im kleinen Kreis und nicht für so viele Verwandte, weil er halt wirtschaftlich ist, nicht? Aber meine Mama hat gesagt, wenn wir die Staudemeyers schon nicht einladen, dann schicken wir ihnen wenigstens ein Küchle, damit sie nicht denken, wir täten sie schneiden und hätten sie mit Fleiß nicht eingeladen. Ja, Ernale, komm, jetzt sitzt du da auf dem Sofa. Komm. Wir hätten euch schon eingeladen, aber eben mein Erwin hat gesagt, den kleinen Mais. Nein, nein, nochmal diese Quägerei von derer, die geht einem aber flott auf Nerven. Ich könnte direkt den Hirsch ins Kreuz schmeißen. Oh ja. Halt mal, ich habe eine glänzende Idee. Meine Liebe. Liebe Erna, halt doch mal dein Gusto. Erna, halt doch mal dein Gusto. Ein Augenblick, wenn du die Unterbrechung gütigst, entschuldigst. Bitte, bitte. Meine liebe Erna, die Nachricht von deiner Verlobung und die Freude darüber, dass wir nicht habe dran teilnehmen müssen. Alfred. Und die Freude darüber, dass du einen so wirtschaftlichen Bräutigam hast, veranlasst mich dir im Namen unserer Familie unser allerherzlichsten Glückwunsch auszusprechen. Vielen Dank, Onkel Gustav. Weißt du, mein Erwin ist nämlich wirtschaftlich, so... Wirtschaftlich. Auszusprechen. Auszusprechen. Der Umstand, dass ihr die Verlobung der ernsten Zeit angemessen im kleinen Kreis gefeiert habt, erfüllt uns mit tiefem Verständnis und noch tieferer Befriedigung. Geh doch auf, Alfred. Weil doch der Erwin so wirtschaftlich ist, ne? Und mit besonderer Freude erfüllt uns der Umstand, dass ihr andererseits doch durch die Übersendung eines Küchle unsere Gebühren gedacht habt. Und so erlaube ich mir, dir anlässlich deiner Verlobung als Geschenk ein Kunstwerk eines namhaften Künstlers zu überreichen, das dich durch deine Ehe begleiten möge. Diese Plastik, rührender Hirsch, von keinem geringeren als Professor Oskar Deibel. Wald, Oswald. Ach, was, ob Karl oder Wald, also jedenfalls einem bedeutenden Künstler, der in seiner Plastik das Röhren eines Hirsches so recht lebensnah und volksverbunden. Volksverbunden, ach, was Dreck. Also jedenfalls gestaltet hat. Möge dieses schöne Werk ein Schmuckstück eures trauten Heimes werden und euer treuen Begleiter durch Freud und Leid und in Regen und Sonne und... Sommer und Winter. Und in Schutz und Trutz. Hier bitte. Bravo, bravo. Also Ernale, das ist eine tolle Hirschplastik, kann ich dir bloß sagen. Das ist ein berühmter Hirschplastiker, der Teufel. Aber das kann ich doch gar nicht annehmen. Nimm's nur. Dass ihr euch da davon
drinnen zu wertstig. Und es täte doch auch vollkommen genügen, wenn ihr mir etwas für den Haushalt. Weil mein Erwin denkt eben auch mehr wirtschaftlich, nicht? Also ja. Deine Bescheidenheit in Ehre, liebe Erna. Aber das lassen wir uns nicht nehmen, euch ein Kunstwerk zu übereignen, das mir selber immer hoch in Ehre gehalten habe. Und erwarten von euch selbstverständlicherweise das Gleiche. Gertrud, du gibst deiner Cousine das Geleite. Ja. Alfred, du trägst dir den Hirsch bis an die Straßenbahn. Also nochmals und von uns alle herzlichen Glückwünsche. Keinen Dank, nein, keinen Dank. Und alles Gute, gell? Alles Gute. So.